Okay, Freunde, ein erneuter Versuch der 195 Rated Footdraft Challenge geht wieder los. Im letzten Video hatten wir einen 194 Rated Footdraft und dann ist etwas passiert. Alle, die es gesehen haben, ihr wisst genau, was ich damit meine gerade. Baue richtig viele Drafts, zeige euch die besten Drafts und vielleicht ist heute ein 195 Rated Draft dabei. Wäre krass. Lasst wieder ein Like da, die letzten Videos sind wieder krass bei euch angekommen. Feiere ich auf jeden Fall, dass ihr das so feiert, dass ich diese Challenge durchziehe. Aktiviere noch kostenlos die Glocke auf meinem Kanal, dann verpasst du nichts. Und jetzt hole ich mir erstmal das FIFA 19 Ultimate Team, das beste Team, was man scheinbar bekommen sollte, kommt aus diesem Pack raus. Wer wird unser Workout werden, Freunde? Lasst ein Like da. Check G2A ab und ich muss mal kurz meine Box hier ausmachen, sonst wird es hier gerade ganz, ganz dreist. Uiuiuiuiui, Totti Ronaldo, bin ich jetzt reich oder was dann? Falls ihr diese ganzen Karten auch in FIFA 20 haben wollt, check meinen Partner. PSN-Karten gibt es dort günstig, dann habt ihr genau so ein Team mit FIFA 20. Vielleicht auch. Das Team war im letzten Video das Top-Team. Mal gucken, ob wir das heute nochmal toppen können. Und jetzt geht's weiter mit der 4-3-1-2 Formation. Kann gut werden. Kann gut werden. Und jetzt kriegt man Ronaldinho, den man wieder kaum einbauen kann. Deswegen will ich eigentlich Flügelformation haben. Ah, mein Gott, Mann. Egal, irgendwie kann man den bestimmt auch einbauen. Das ist zu krass. Immer wenn man diese Formation nimmt, kriegt man Ronaldinho auf der Bank. Und wenn man eine Flügelformation hat, kriegt man keinen Ronaldinho. Jetzt muss ich hier Higuain wirklich mitnehmen. Ist der beste Spieler. Und dann nebenan spielt... noch geiler. 93 Rated habe ich gesehen. Dann kam der nächste 93 Rated. Und das war eine Icon. Und wenn jetzt 98 plus Spieler am Start wäre, wäre es stabil. Mit einem 97er bin ich aber auch zufrieden. Zumindest mit dem Totti De Bruyne. Leute, ganz ehrlich. 99er Modric. Drei Chancen haben wir. Warum zeige ich zwei? Drei Chancen haben wir auf 99er Modric. Der muss jetzt kommen. Spanier plus Manchester City. Link zu De Bruyne. Modric wäre aber jetzt wichtig. Wo bist du hin, Modric? Du bist am Schlafen, oder? Winter? Winterschlaf? Ja. Winterschlaf, der ist im Winterschlaf, Leute. Juckt die gar nicht. Einfach im Winterschlaf, der Boy. Kommt nicht. Drei Chancen auf ihn. Dreimal nicht gekommen. Dafür kommt aber Marcelo Totti. Boom! Ich glaube, das Drop könnte krass werden. Das Drop könnte echt nice werden. Wird zwar schwierig, jetzt noch ein paar Chemiepunkte hier gleich zu bekommen, aber ich denke, das kriegen wir hin. Vor allem mit Virgil van Dijk 94. Nebenan dann... irgendwie noch ein Sanchez oder so. Piqué nur 8. Oh, der hat auch eine 96er Karte. Eieiei. De Gea wäre wichtig. Totti De Gea wäre wichtig. Wir haben eine 93er Bewertung. 77er Chemie. Und unser Ersatztorwart wird Yashin. Lehmann. Ederson. Krab. Komm, Freunde, ich baue hier erstmal Ronaldinho noch ein. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Chemie. Das sieht nicht schlecht aus. Muss man zugeben, oder nicht? Bis jetzt kann man nicht meckern. 93er De Gea. Geil eigentlich. Eigentlich geil. Leider nicht der Totti. Aber okay. Machen wir so. Plus 3. 94er Bewertung, maybe. Nee. Und es geht weiter. Rechter Verteidiger irgendwie noch. Oh, ja. Komm mal her, ihr Silberspieler. Komm mal rein in mein Team. Dich wollte ich schon die ganze Zeit haben. Zanetti, da ist doch ein Rechtsverteidiger. Leider nur 88. Ist egal. 93er Bewertung ist immer noch da. Und jetzt kommt Müll. Nochmal Müll. Nein, das wird gut. Das wird gut. Das wird sehr gut. Guck mal hier, plus 6. Boom! 193 rated ist schon mal da. Nehmen wir erstmal in Anspruch, minus 4, okay? Wir können am Ende wieder Silver reinstehen. Wir sind kurz vor der 94er Bewertung. 98er Ronaldo und 99er Messi auf einer Seite. Bruder, da bin ich aber gerade verwirrt. Messi, 94er Bewertung ist da. Einfach beide auf einer Seite. Wieso kann ich die nicht hintereinander bekommen? Das hätte mein Rating so nach oben gepusht. Aber wir haben schon mal wieder das 94er Rating. Da hat Messi sich kurz so gefreut. Und dann hat danach der nächste Spieler gesagt, Digga, Messi, freu dich nicht zu früh. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und der letzte ist hier auch in dem Falle am besten. Zwei Spieler noch. Ich glaube, das wird ein 193er Draft. Oder auch nicht mal. Denn jetzt wird es nochmal ganz schwierig mit Caligiuri. Immerhin, Freunde, ist es ein 193 Rated Footdraft geworden. Wir können jetzt hier nochmal einen Manager reinballern. Ist eigentlich egal, wen wir hier nehmen. Dann können wir auch den Abel nehmen, den guten alten Abel. Nehmen wir auch mal mit. Kann man sich darüber freuen? Eigentlich nicht, oder? Schade. Nächstes Mal. Hoho! Endlich! Das ist die Formation, mit der ich arbeiten will. Das ist die geilste Formation. Wir haben Flügelspieler, wir haben ZOMs, wir haben ZM, wir haben Stürmer. Heftigste Formation. Ich sag's euch, Freunde. Man kann Ronaldinho bekommen. Man kann Maradonas einbauen. Man kann Pelés bekommen. Man kann 99er Modric in der Startelf bekommen. Man kann alles bekommen. Und hier geht's los mit... ja, moin. Da muss ich aber ganz groß. Egal. Unser Captain ist Coutinho.
Ike. Ja, ja, das ist die Formation. Das ist die Formation. Mit der möchte ich arbeiten und mit der werde ich auch arbeiten. Ike. Jawohl, jawohl, bleib ruhig. Wir haben 99er Pelé und 98er Maradona. Wenn das kein Startschuss in ein gutes Draft ist, dann weiß ich auch nicht. Musste passieren. Kann ich auch nicht zu sagen, gerade großartig. Wenn mir auf der Bank, guck mal, wenn ich hier einen Spieler suche und das wird Cristiano Ronaldo, ne? Wenn ich hier einen Spieler suche und das wird Cristiano Ronaldo. Hat keiner gesehen, Freunde. Jo, danke. Hat keiner gesehen. Genau so. Das wollte ich nur haben. So, und jetzt gehen wir weiter. Hier. Es geht weiter. Wir jagen. 96er Pepe. Du hättest es werden können. Dich nehme ich nicht mit. Ich nehme erstmal Forrest mit, weil Pepe wollen wir noch als Tots bekommen. Den brauchen wir. 99er Modric. Modric. Immerhin Parejo. Ich sag Parejo. Santi Gazzola ist das. Moin, Digga. Wakes, FIFA-YouTuber, denkt kann Santi Gazzola als Parejo. Gut gelogen, ist immer noch schlecht gelogen. Und jetzt denkt die sich, wir haben dir schon Maradona und Pelé gegeben, jetzt wollen wir die erstmal Müll geben, ne? Pimmi. 95. Immerhin A-Teil. Danke. Hier muss jetzt noch viel passieren, Freunde. Es ging krass los. Es ging zu krass los, um ehrlich zu sein. Dann ist klar, dass EA das nicht mehr so heftig macht wie sonst auch. Felipe ist Brasilianer, kann man vielleicht mitarbeiten. Wir müssen natürlich auch auf Bewertung gehen. Ich kann jetzt keinen 83er Spieler, der ins Team passt, nehmen. Ich muss High-Rated Spieler nehmen, damit die Bank auch am Ende gut ist. Da muss man ein bisschen Risiko gehen, Freunde. Da muss man einfach ein bisschen Risiko gehen. Und was das jetzt schon wieder ist von EA, da habe ich kein Verständnis für. Ohne Witz jetzt. Da habe ich einfach kein Verständnis für. Wir sind auf einer 92er Bewertung, haben 99er Pelé und 98er Maradona. Und unser Torwart wird auch nicht viel besser. Manuel Neuer und Lloris. Gut. Schön. Kann man nicht trotzdem nicht viel mitmachen. Komm, dann Premier League ist wohl besser als Bundesliga. So, was brauchen wir? Wir brauchen Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Rechtsmittelfeldspieler, Linksflügelspieler. Ja, haben wir wenigstens schon mal einen High-Rated Linksverteidiger. Da muss man dann irgendwie in die Bundesliga hier gehen. Ich weiß zwar nicht, wie mit Süle oder so 90. Könnte man auf jeden Fall bekommen. Der passt auf jeden Fall nochmal besser rein, da er auch Spanier ist. Da könnte man das auf jeden Fall gut so machen. Und jetzt haben wir noch hier einen auf der Reserve. Auf der Reserve Marcelo. Kanté, oh! 96er Kanté. Marcelo Kanté. Wen hättet ihr genommen? Schreibt mir in die Kommentare. Ich könnte Marcelo nehmen, für Schulz reintun. Piqué mit Felipe tauschen. Kanté passt halt gerade noch null ins Team und wir machen nicht mal... Leute... I'm sorry, Kanté wird nicht genommen, es gibt uns 8 Chemiepunkte. So, nochmal 3, so sind wir auf einer 91er Chemistry und einer 93er Bewertung. Das könnte was werden und ich habe die Bank nicht mal sortiert. Puls nach vorne, geh hoch auf 94, schade. Lloris, 94er Bewertung, moin. Und jetzt soll mir nochmal jemand sagen, es bringt nichts, die Bank zu reservieren. Hallo, ich hätte gerne einen Tisch reserviert um 19.30 Uhr. Nee, die Bank zu sortieren. Das könnte was werden, komm mal. Yay, ich traue mich nicht mal mehr hinzugucken. 3, 2, 1, Augen auf. So, ja, das rückt ein Stückchen näher dahin, wo ich es haben will. Aber es fehlt noch sowas, sowieso ein bisschen so ein Son, so ein Sterling. Komm, müssen wir machen. Schade, das ist zu krass, ne, das ist echt heftig, dass hier nichts enorm Gutes mehr kommt. Zanetti ZDM, boom. Können wir Zanetti irgendwie Innenverteidiger spielen? Wir könnten den Innenverteidiger spielen. Warte mal. Jetzt frage ich mich aber immer noch, warum sind wir nicht auf einer 94er Bewertung? Ich will wenigstens wieder einen 94er hier rausbauen. Irgendwie muss es doch klappen. Wijnaldum, Reus. 2 Spieler noch. Flop. Draußen fährt gerade Monster Truck oder so lang. Hört sich gut an. An die Autoauskenner, schreib mal rein. War das ein V8 oder was war das? Habt ihr es überhaupt gehört? Ich weiß gar nicht, ob mein Mikrofon das aufgenommen hat. Ich habe halt ultra das Gefühl, dass EA mir einfach nicht gönnen will. So, wir sind auf einer 98er Chemie, 93er Bewertung und da geht auch nicht mehr. Obwohl wir die beiden direkt zum Anfang bekommen haben. Mal gucken, ob unser Manager uns 2 Punkte gibt. Ja. Was soll man dazu sagen, Freunde? Ja. Ooh.
Es geht draften. 4-2-2-2, geilere Formation. Wenn das die 4-5-1 offensiv gewesen wäre, hätte ich gesagt, jep, die nehme ich. Diese Formation und diese Spieler, die passen einfach nicht zusammen. Verstehe ich nicht. Es gibt nicht mal Flügelspieler in dieser Formation und man kriegt Flügelspieler. Hä? Ja, kann man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Da wird Pedro dann auf jeden Fall gesnackt und man geht zum Striker. Ach so, so ein Ding ist das. Da kommt einfach mal die Heldenkarte von Ronaldo. Ey, woher kommst du, Ronaldo? Dazu gerne noch ein Pelé oder Maradona? Würde ich nicht, nein. So, rennen. Ach so. Ja, genau. Genau. Weiter geht's. Rechte Seite. Ibrahimovic hätte auch als 95er Karte gerne kommen können. Joao Felix passt auf jeden Fall. Genau. Kann man machen. Pelé auf der anderen Seite. Also das Draft ist wieder mächtig. ZDM. De Jong, immerhin etwas. Immerhin kam da noch so ein zum Abschluss. Thiago. Bruder, da haben wir aber so viele verschiedene Ligen schon wieder drin. Das kann ich doch gar nicht machen. Machen wir erstmal Neymar voll. Was heißt Neymar voll? Um Neymar voll zu machen, brauchen wir hier auf jeden Fall noch einen Dani Alves. SBC 90 rated oder so. Kommt jetzt aber nicht. Krasses Team bis jetzt. Mal gucken, was im Tor geht. Ja, Jan Sommer nur als 92er Karte, Handanovic, Loris, haben alle krassere Karten, Donnarumma auch. Nehme ich erstmal Loris mit, vielleicht kriegen wir noch einen De Gea oder so auf der Bank. Linksverteidiger. Immerhin, das ist geil, der ist auch gut, der hat 98 Tempo, ich glaube, der kann auf jeden Fall was. Der Jordi Alba müsste was können, bin mir aber gerade nicht so ganz sicher, ob der was kann. Spaß beiseite, krasser Spieler, der Jordi Alba. Bartra einfach jetzt erstmal nur für Swag genommen, muss eh ausgetauscht werden. Orban genauso, erstmal nur so genommen, muss auch ausgetauscht werden. 93er Bewertung, 100er Chemie, ist am Start, läuft auf jeden Fall schon mal. So, De Gea Totti hätte ich nichts gegen, Yashin Aiken hätte ich auch nichts gegen. Ter Stegen hätte ich schon eigentlich was gegen. Deutscher aus der La Liga, Und Skip! Ja, war auch gut, dass ich diese Seite geskippt habe. Weil hätte ich da, wo kann ich wieder skippen? Sterling 93, woher kamst du denn jetzt auf einmal? Habe ich nicht erwartet. Hier habe ich jetzt was erwartet und da kommt nichts. Messi. Ey Jungs, hier kommen krasse Spieler. Das ist heavy. Aber diese Chemie, die ist nicht so heavy. Und das ist jetzt auch wieder nicht so heavy. Ich hatte jetzt schon öfters in diesem Video eine 94er Bewertung. Sind dann aber immer wieder gedroppt oder hatten keine 100er Chemie. Was ist denn das momentan? Irgendwie werden mir die Spieler nicht so zugelost, wie ich sie brauche. Da ist irgendwas gerade schiefgelaufen und ich kriege auch nicht mehr so viele Icons wie sonst. Das ist auch irgendwie krass. Weiß nicht, woran es liegt. Dann kriege ich irgendwie ganz nur noch Non-Rares. Genauso. Guckt euch das an, Mann! Da raste ich gleich aus. Ich schwör's euch. Dieser Controller fliegt gleich in die Wand rein, Mann. Der Zanetti kann ich jetzt auch nicht mehr gebrauchen. Wow. Und der letzte hier kann man skippen. Silberspieler.